Sache. Du möchtest aus deinem YouTube-Avatar einen spielbaren Charakter in Unreal Engine machen, dann bist du hier genau richtig, weil genau das werde ich dir zeigen. Du brauchst dafür auch nicht viel. Wir brauchen einmal die Unreal Engine. Wir brauchen dazu natürlich einen Avatar. Ich werde hier als Beispiel einfach einen Avatar aus Visual Studio nutzen. Du brauchst Blender und das VM-Plugin. Aber keine Angst, im Blender werden wir nichts modellieren und großartig machen. Wir nutzen Blender nur zum Konvertieren, um uns ein paar Infos zu holen. Oh ja, und mehr brauchst du nicht. Das meiste, was du brauchst für einen spielbaren Charakter, wird dir von der Unreal Engine selbst gegeben. Das funktioniert aber allerdings nur, wenn dein Charakter auch wirklich humanoid ist, also ein Mensch ist, was die meisten YouTube-Avatare ja eh schon sind. Für alles, was mehr wie vier Beine hat, werde ich ein separates Video mal machen. Da geht es halt auch nicht um YouTube-Avatare an sich, sondern halt generell um normale FBX-Avatare. Aber das dann halt später. Heute kümmern wir uns um die YouTuber, die ein eigenes Spiel machen möchten oder eine eigene Streaming-App oder was auch immer in der Unreal Engine machen möchten mit ihrem Avatar. So, wir fangen erstmal damit an. Wir brauchen Unreal Engine. Die werdet ihr wahrscheinlich schon immer haben. Ladet euch den Epic Launcher runter und holt euch die Unreal Engine. Ich nutze gerade die Version 5.3. Einen Avatar, den werdet ihr wahrscheinlich haben. Ich nutze hier erstmal Visual Studio und zeige euch hier in Visual Studio auch ein paar Einstellungen, die es euch gleich erleichtern werden, in der Unreal Engine damit zu arbeiten. So, wir gehen jetzt erstmal hier auf den Charakter, gehen auf Export und hier stellen wir einfach nur ein paar Kleinigkeiten ein, um es dann uns gleich zu erleichtern. Wir gehen hier, Delete Transparent Meshes, die lassen wir aus. Gerade wenn ihr mit dem Avatar streamen möchtet, also ihr wollt in der Unreal Engine eine eigene Streaming-App aufmachen, braucht ihr alle Blend-Shapes. Und der Vorteil ist, wenn ihr eh schon Visual Studio nutzt, könnt ihr das HANA-Tool nutzen, um euch alle 52 Blend-Shapes zu holen, die ihr braucht, um mit eurem iPhone den Charakter gut zu tracken. Daher, die braucht ihr. Das Wichtigste ist, was uns sehr viel Arbeit erspart, ist Reduced Materials. Je nachdem, wie detailliert euer Charakter ist hier. Geht auf 2 bis 8, eins von beiden. Mein Charakter hat jetzt nicht wirklich sehr viel Details, also bleibe ich bei 2. Und ich nehme die höchste Auflösung, die es gibt. Nehmt fürs Importieren erstmal lieber ein bisschen zu groß als zu klein, dann sieht es ein bisschen kacke aus. Später, wenn es darum geht, irgendwas zu optimieren, können wir die reduzieren. Hochskalieren wird schwierig. Also macht euch da jetzt erstmal keinen Kopf drum. Nehmt es erstmal so, später, wenn ihr das Spiel dann optimiert, müsst ihr gucken, wie klein ihr das machen möchtet. Darauf werde ich dann halt auf andere Tutorials nochmal eingehen, wie man sowas optimieren kann. Und das hier brauchen wir auch nicht anfassen. So. Mehr müssen wir jetzt hier erstmal nicht einstellen. Wir klicken Export. Nehmt VM00, damit funktioniert es am besten. Füllt halt hier alles aus, was ausgefüllt werden muss. Wir exportieren das und speichern das ab, wo wir es auch gleich wieder finden werden. So, jetzt kommen wir zu Blender. Wer Blender nicht hat, ich werde alle Links natürlich auch unten in die Beschreibung packen, da müsst ihr nur draufklicken. Wir laden uns Blender runter, einfach hier Download. Das ist jetzt Blender 4.1, ich nutze Blender 4.0. Da ist jetzt aber nicht so ein großer Unterschied, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Und dann brauchen wir noch das Add-on für Blender. Das bekommen wir hier. Hier könnt ihr auch nachlesen, für welche Version das funktioniert. Das geht hier von 2.93 bis 4.1. Und dann auch einfach Download, dann bekommt ihr eine ZIP-Datei und aufpassen, die ZIP-Datei nicht entpacken, wir brauchen die als ZIP-Datei. Ja, dann sind wir hier einfach im Blender, da müssen wir jetzt auch echt nicht so viel machen. Wir gehen jetzt erstmal unter Edit, Preferences, Add-ons, Installieren und suchen uns das Plugin, was wir uns gerade runtergeladen haben, die ZIP-Datei und installieren die. Ich habe das schon, ich brauche das nicht mehr. Ich habe hier schon VM. Ihr müsst dann nur darauf achten, dass beide Haken an sind. Eventuell kann es sein, dass ihr Blender neu starten müsst. Ihr kriegt hier eine kleine Meldung angezeigt. So, wenn ihr das jetzt installiert habt, könnt ihr hier alles entfernen. Also hier alles markieren, entfernen. Dann ist das weg, das stört dann nicht. Dann holen wir uns jetzt den VM-Charakter rein. Wir gehen hier unter File, Import, unter VM, das ist jetzt neu. Und dann holen wir uns den Charakter da rein. Ich habe hier Jan Ritschan genommen, Import, warten kurz und da ist er auch schon. Auch schon in Farbe und Bunt. Falls die bei euch grau ist und euch das stört, dann seid ihr wahrscheinlich hier in dem
Viewport Shading in dem drinnen, drückt einfach auf den dritten Ball und dann habt ihr die Farbe. Das, was hier so komisch aussieht mit diesen komischen Dreiecken und Kreisen, das ist das Rig, das ist das Skelett des Charakters. Und das ist auch das Einzige, was wir jetzt kontrollieren müssen, ob da alles stimmt. Weil für Unreal muss eine Bedingung erfüllt sein. Es darf nur ein Meister geben, also ein Master Bone. Wenn ihr den Charakter aus Viewport Studio direkt habt, könnt ihr das hier direkt überspringen. Dann ist immer der Root Bone, der Master Bone. Falls ihr den Charakter runtergeladen habt, gekauft habt und euch nicht sicher seid, müssen wir das kontrollieren. Wir gehen hier unter Amateur. Amateur. Und wenn hier oben ein einziger ist, dann ist alles fein, dann ist alles okay. Falls es wie hier aussieht, dass mehrere direkt untereinander sind am Anfang, dann habt ihr ein Problem, dann funktioniert das nicht. Dann müsst ihr euch einen Master machen. Das ist jetzt aber auch nicht weiter dramatisch. Ich zeige euch kurz, wie es geht. Wenn ihr euer Skelett angeklickt habt, geht ihr hier oben auf Edit Mode. Dann drückt ihr Shift A, dann kriegt ihr einen weiteren Bone. Der ist hier, der ist Bone benannt. Guckt nur, dass der hier in der Mitte steht, also wirklich auf 0, 0, 0. Dann funktioniert es am besten. Vielleicht machen wir den ein bisschen runter, dass der halt nicht über der Hüfte ist. Der kann hier unten irgendwo sein, ist ja egal. Hauptsache dieser Punkt da unten ist 0, 0, 0, dann habt ihr es am leichtesten. So, dann gehen wir auf alles, was nicht der Meister ist, sprich was alles auf derselben Höhe ist. In dem Fall wäre das der Root Bone. Klicken da drauf. Gehen hier auf den grünen Knochen, gehen auf Relations und suchen uns unseren Meister, unseren Bone jetzt halt hier in dem Fall. Ihr könnt das Root nennen, das ist das, was benannt wird in den meisten Fällen, wenn man das Rewrite oder so nimmt. Gehen da drauf, sagen bei Parent und tippen hier einfach Bone ein, weil so heißt ja unser Chef jetzt. Den wollen wir als Chef deklarieren. Und dann ist der oben. Und dann steht er wieder allein da, dann ist alles tippitoppi und super und funktioniert. Falls das, wie gesagt, nicht so ist, wird Unreal mit euch schimpfen, dass das so nicht geht. Es darf nur einen Meister geben, es darf keine drei nebeneinander oder so, das darf nicht sein. Untereinander fein, also wenn die hier so in der Leiter sind, alles fein, wenn die so untereinander direkt sind, auf einer Höhe, funktioniert nicht. So, das war auch schon fast alles. Wir brauchen, je nachdem, wenn ihr die Texturen nicht separat habt, in unserem Fall haben wir den in Viewport Studio ja, mit reduzierten Materialien rausgerendert. Ergo haben wir die nicht auf unserem Computer jetzt sehr leicht findbar. Jetzt müssen wir uns die raussuchen. Dazu gehen wir hin. Um es übersichtlicher zu machen, verstecke ich mal die Bones. Ich mache die erstmal mit dem Auge weg. Und wir holen uns die Texturen. So, wir markieren einfach mal alles. Gehen auf Texture Paint. Und dann haben wir hier oben einen Reiter. Also hier oben ist so ein, ja, ich glaube, das soll ein Bild sein. Und dann klicken wir auf Image 1 und gucken, okay, das könnte der Kopf sein. Den nehmen wir, den brauchen wir. Image, Save As und wir speichern den irgendwo ab. Ich mache den jetzt mal unter Downloads, mache mal einen neuen Ordner rein, New Folder. Wenn ihr die Texturen schon separat habt, dann ist das kein Problem, dann könnt ihr das hier überspringen. Für alle, die die Texturen halt nicht haben, weil sie über Viewport Studio sind, müssen wir nehmen. Okay, das ist rein schwarz, das brauchen wir nicht. Das hier sieht nach Klamotten aus, die können wir nehmen. Image, Save As, Speichern. Dann können wir ja gucken, 11. Das ist auch wieder schwarz, das brauchen wir nicht. Das ist blau, das ist eine Normal Map. Wenn die so aussieht, dass sie halt wirklich nur so Farbblöcke hat, so einzelne, brauchen wir die nicht rausnehmen, dann macht die eh nichts. Das hier sieht genauso aus wie das, was ich eben hatte. Das hat aber eine Alpha. Die ist jetzt hier nicht schwarz, sondern transparent. Und das ist mir lieber. Ich nehme die Nummer 3 in dem Fall. Image, Save As und ich überschreibe das hier, weil das ist schwarz. Das hier ist halt die Transparenz, das ist besser. Dann haben wir hier wieder schwarz, brauchen wir nicht. Nochmal eine Normal Map. Hier sieht man kleine Details. Die könnten wir jetzt zum Beispiel mitnehmen, da sieht man ein bisschen Detail in den Haaren. Noch komm, nehmen wir die mal mit. Image, Save As, Save Image. Dann haben wir hier nochmal das mit schwarzen Hintergrund, hier haben wir nochmal schwarz. Okay, das ist auch schwarz. Also wir können ja das Thumbnail noch mitnehmen. Komm, wir nehmen das Bild mit. Einfach nur, weil wir es können. Save As. Machen wir das hier rein. So. Und dann haben wir schon alle Texturen. Dadurch, dass wir uns jetzt vorher
hier reduzierte Materialien genommen haben, haben wir natürlich deutlich weniger, was wir raussuchen müssen, je nachdem, wenn ihr den Charakter halt nicht in VWorld Studio macht, wenn ihr den woanders der habt und die Texturen euch holen müsst, kann es sein, dass ihr da deutlich mehr habt. So, jetzt haben wir unsere Texturen, jetzt brauchen wir den Charakter ja auch noch. Dann machen wir unsere bei uns wieder an, entweder auf das Auge drücken oder wir können auch Alt-H drücken und dann ist es alles wieder da. Dann markieren wir das alles, was wir brauchen. Falls ihr hier noch irgendwie was drum fliegen habt, ihr habt die Lampe oder sowas nicht im Bild gemacht, einfach nicht mit ausselektieren, dann können wir die so raus exportieren. Gehen wir unter File, Export, FBX. Wichtig, das brauchen wir. Und dann speichern wir sie auch so ab, dass wir sie gleich wieder finden. Ich packe sie einfach hier auch unter Downloads. Wir gehen hin, selektierte Objekte, Apply Transforms und wir gehen hier hin bei Geometry Smoothing, machen wir die Edges, dann exportieren wir das Ganze. Wir haben alle Informationen, die wir brauchen, jetzt aus Blender raus exportiert und jetzt wollen wir weiter in die Unreal Engine. Um uns das alles zu erleichtern, holen wir uns eine Vorlage. Wir gehen unter Games und holen uns eine Third-Person-Vorlage. Da ist alles schon für uns vorgearbeitet, was uns halt deutlich die Arbeit erleichtert, unseren Charakter spielbar zu machen. Wir müssen vieles einfach nur kopieren. So, ihr macht dann einfach ein neues Projekt. Ich habe schon eins. Wir müssen uns erstmal alles rein ins holen. Ich gehe einfach mal unter Charakter, mache mir hier einen neuen Folder und sage, da kommt jetzt alles rein für unseren Charakter. Ich nenne sie jetzt Janine. So, jetzt muss der Charakter hier rein. Dann nehmen wir hier Untitled FBX, das müsste der Charakter sein. Die ziehen wir dann einfach Drag and Drop hier rein und bekommen ein neues Fenster. Das hier. Wir müssen darauf achten. Skeletal Mesh. Dann brauchen wir das Mesh, müssen wir auch importieren. Dann gehen wir hier hin. Wir wollen die Morph Targets haben. Das ist unsere Mimik, unsere Blend Shapes. Und wir können schauen, ob wir vielleicht die Textur direkt finden. Wir haben jetzt was raus exportiert. Wir suchen lokal, wir machen neue Materialien und sagen Import. Mal gucken, ob es funktioniert, ob er die Texturen direkt findet. Wir kriegen hier noch eine kleine Sache angezeigt. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Je nachdem, wie euer Charakter aufgesetzt ist, werden manche Sachen nicht gefunden. Die Endbones werden nicht gefunden. Die sind komplett für uns egal. Die Collider werden nicht gefunden. Die werden genutzt, um halt ja, zu verhindern, dass Haare irgendwo durchglitschen. Die sind anders aufgesetzt, wie wir sie brauchen. Das ist für uns auch komplett vollkommen egal. Die brauchen wir nicht. Sagen wir, ja, ist okay, haben wir verstanden. So, jetzt haben wir hier verschiedene Versionen unseres Charakters. Einmal das Skeletal Mesh, das ist quasi das komplette Ding an sich. Wir haben hier ein Physics Asset und halt das Skelett. Und leider hat unsere Textur nichts gefunden. Wir haben hier nur zwei leere Materialien. Die machen wir jetzt mal auf mit Doppelklick. Und auch unser Skeletal Mesh machen wir mit Doppelklick mal auf. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen was noch reinholen. Wir brauchen die Texturen. Die hatten wir uns ja zum Glück rausgespeichert unter Downloads. Ich muss es nur finden. Texturen. Einfach den kompletten Ordner reinziehen. Und es importiert uns alles. So. Jetzt müssen wir gucken, wo gehört was hin? Wir haben hier einmal Kopf und einmal Körper. Wir wissen aber nicht, welches Material wo dazugehört. So, wir machen jetzt einfach mal auf gut Glück und sagen, ach guck mal, hier steht sogar. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich habe hier N000, keine Ahnung, Face, Mouth, das ist der Mund. Und hier ist N000000 Body. Soweit, so gut. So, jetzt müssen wir schauen. Ich nehme an, das hier ist der Body. Das hier könnte der Mund sein. Wir haben hier ein Auge, dieses pink-weiße, das könnte der Mund sein. Ich gehe mal hier in den Body und sage, ich möchte dieses Image hier haben. Dann stöpsel ich das hier ein und hoffe, dass es gleich bunt wird. Immer speichern und dann wird es bunt. Sollte zumindest. Ja. Ihr seht hier, in meinem Fall habe ich hier so komische schwarze Ränder. Das ist ja irgendwie total komisch. Das ist ja total doof. Dann muss ich hier hingehen und sagen, ich brauche eine Opacity. Das heißt, ich kann es unsichtbar machen. Ich klicke hier auf mein Material drauf. Jetzt
Sag ihm Blend Mode Mask. Und dann nehme ich die A und mache hier in das neue aufgeblöppte Opacity Mask rein und speichere das nochmal. Tada! So, das gleiche mache ich hier mit dem Auge. Ich weiß ja direkt, Pupille und so weiter ist alles ausgeschnitten. Sag hier direkt Blend Mode Mask und stöpsel das hier rein. Das müsste dann das Auge sein oder das Gesicht. Stöpsel das hier rein, stöpsel das da rein. Tada, sie ist farbig. Ich habe ja hier noch eine Normal Map. Muss ich überlegen, wo könnte die dazugehören? Von der Form her könnte das Bild hier sein. Und wir wissen ja, das war hier der Körperteil. Dann nehme ich mir die Normal Map, ziehe die hier rein und stöpsel die auch ganz einfach von RGB in Normal und speichere das. Und dann habe ich den Charakter schon mal erstmal so standardmäßig hier. Wir werden es auch dabei belassen. Wir werden hier kein Fancy Material aufsetzen. Wir werden kein Toon Shader aufsetzen. Wir lassen das erstmal so bare Minimum. Unser Fokus ist, wir wollen den Charakter spielbar machen. Jetzt, nachdem unser Charakter Farbe hat, jetzt wollen wir den auch endlich spielbar machen. Jetzt kommt uns zugute, dass wir uns am Anfang für das Third-Person-Template entschieden haben, weil hier kriegen wir schon viele Sachen an die Hand, die uns Unreal einfach bereitstellt, die wir nutzen können, um uns die ganze Arbeit zu erleichtern. Das Schwierigste, was wir machen müssen, kommt jetzt. Wir müssen ein IKEA-Rig erstellen, das passt zu dem IKEA-Rig der Mannequins, die im Third Person sind. So, wir gehen hin, Rechtsklick, sagen Animation. Dann gehen wir auf Retargeting IKEA-Rig und sagen, keine Ahnung, IKEA Janine. So, klick. So, noch ist hier nichts drin. Wir müssen jetzt erstmal sagen, welchen Charakter wollen wir jetzt eigentlich hier haben. Hier unter Preview Skeleton Mesh können wir unsere Janine, wir nennen, ach, sie heißt Untitled. Ihr könnt ja hier immer spicken. Hier Untitled, die könnt ihr da reinziehen und zack, da ist sie. So, und dann haben wir hier an der Seite die ganze Hierarchie des Skelettes. Und die brauchen wir jetzt. Wir dürfen das aber nicht einfach so machen. Wir müssen das passend zu dem machen, was die Mannequins in der Unreal Engine schon haben. Und das spicken wir jetzt einfach ab. Wir gehen hin, Mannequins, Rigs. Dann haben wir hier IKEA Mannequin. Nehmen wir den, Doppelklick, ziehen die beiden Fenster auseinander. Und wir müssen das hier kopieren. Das ist jetzt halt ein bisschen Friemelarbeit, gerade wenn man sich noch nicht viel mit dem hier auseinandergesetzt haben. Wichtig ist, dass die hier gleich heißen, sonst funktioniert das nicht gut. So, jetzt bin ich hier im Wege. So, wie gesagt, hier ist es wichtig, dass wir das hier so gut wie möglich kopieren. Wir werden nicht alles finden. Gerade hier diese Lower Arm Twists und so weiter, die werden wir nicht haben. Das kann unser Modell einfach nicht. Darauf ist das nicht ausgelegt. Wir werden das Wichtigste gemeinsam jetzt einfach durchgehen und schauen, wie das an dem Modell angelegt ist. Es kann Abweichungen geben, je nachdem, wie euer Modell aufgesetzt ist. Also passt hier gut auf. Gerade wenn ihr euch mit Skeletten noch nicht auseinandergesetzt habt, mit dem 3D-Modellieren, ist das jetzt ein bisschen knifflig, aber sehr viel Geduld und Spucke und dann funktioniert das schon. Ihr könnt auch immer kontrollieren. Wenn ihr hier was anklickt, leuchtet der entsprechende Bone auf und könnt ihr immer vergleichen. Das hier ist bei uns die Hips. Wo ist das bei ihm? Ist das hier? Nee, das ist hier unten so ein Strang. Den haben wir auch. Das ist unser Master. Dann haben wir hier die Pelvis. Das ist bei uns die Hips. Und hier hat er die Retarget Root drin. Da müssen wir die hier auch reinpacken. Gehen wir hier bei uns drauf. Rechtsklick und sagen Retarget Root. Also Set Retarget Root. Und dann ist das quasi unser Startpunkt. So, damit haben wir unseren Startpunkt jetzt festgelegt. Jetzt müssen wir hier das Ganze festlegen, die ganzen Chains. Jetzt schauen wir. Der hat in dem Spine 1 bis 5. Das geht hier 1, 2, 3, 4, 5 bis zur Brust. Der Hals und die Ärmchen sind schon nicht mehr mit drinne. Dann machen wir das hier auch. Jetzt müssen wir hier gucken. Wir ziehen das mal auseinander, dass wir auch wirklich hier alles sehen. Diese ganzen Collider, die brauchen wir nicht. Dann sagen wir, okay, Spine haben wir. Chest ist auch mit dazu. Das gehört ja hier da oben hin. Upper Chest gehört dazu. Brust brauchen wir nicht. Der Hals, der ist hier schon mal nicht mehr drinne. Dann gehen wir bis hier hin, sagen Add New Chain, Spine, das stimmt auch hier.
Add Chain. Dann haben wir das. Und dann müssen wir Schritt für Schritt durchgehen. Dann gehen wir von oben nach unten einfach mal durch. Wir haben hier den Left Arm. Müssen wir mal gucken, wo ist der hier? Left Arm. Dann ist das hier. Hier. Diese grünen Dinger, die haben wir nicht. Die gibt es bei unserem Modell nicht. Wir brauchen hier nur diese Knochen. Wir müssen uns nur auf diese Knochen fixieren. Wir haben hier wirklich nur Ober- und Unterarm. Das können wir bei uns auch machen. Dann suchen wir unseren Ober- und Unterarm. Wir haben hier Neck, 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 Head. Wo haben wir unsere Ärmchen? Upper Arm. Hier. Shoulder. Die hat er hier nicht mit drin. Dann machen wir nur Arm und Arm. Und sagen wir, Add Chain, Left Arm, Add Chain. Und das gleiche machen wir jetzt einfach durchgehend mit allen. Left Pinky, gucken wir, wo ist der hier angelegt. Left Pinky, das ist der kleine Finger. Kann auch ein bisschen ranzoomen. Bisschen ranzoomen, dann können wir gucken, Pinky, Pinky, Pinky. Und wir gehen jetzt einfach alles durch. Dann suchen wir bei uns den Finger. Wo haben wir den Finger? Das sind die Haare, die wollen wir nicht. Hier haben wir die Finger. So, Left Pinky. Wo haben wir den Ring? Middle, Little. Okay, bei uns heißt der Little. Dann nehmen wir auch das, das, das und das. Das End brauchen wir nicht. Er hat hier auch nur drei. Der End ist sowieso leer. Der wird beim Importieren halt von VM-Charakteren gern gemacht. Diese End-Dinger sind leer. Add New. Okay, den hat er jetzt nicht. Also müssen wir den hier schreiben. Wir müssen genauso schreiben, wie er hier steht. Left Pinky. Also wirklich Groß- und Kleinschreibung beachten. Das muss genau dieses Wort sein, sonst funktioniert es nicht. Add Chain. Jetzt ist Left Ring. Den haben wir hier. Ring, Ring, Ring. Add Chain. Den hat er wieder gefunden. Er hat wahrscheinlich einfach Little nicht. Dann haben wir den Thumb. Dann haben wir hier Daume, Daume, Daume. Add Chain. Add Chain. Middle. Dann suchen wir hier. Middle, Middle, Middle. Add Chain. Left, Middle. Add Chain. Dann ist der Index dran. Den haben wir hier. Index, Index, Index. Add Chain. Add Chain. Schritt für Schritt gehen wir alles durch. Dann brauchen wir noch den Right Arm. Jetzt haben wir links, jetzt sind wir rechts. Jetzt müssen wir gucken. Left Arm, rechter Arm, 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 Add Chain, Right Arm. Gehen wir durch, machen mal die Fingerchen so, sind hier immer alle gleich. Index, Little, den hat er nicht. Right Pinky, Add Chain, dann Middle, 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 Add Chain, Add Chain. Ring, 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 Add Chain, Add Chain, Daume, 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 Add Chain, Add Chain. So, dann haben wir das nächste ist der Bein. Jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir hier die Beine? Upper Leg. Wie weit gehen die Beine denn bei ihm? Upper Arm, was haben wir nicht? Right Leg. Leg, Leg, Leg und Leg. Okay, der hat hier den ganzen Fuß im Fuß. Geht hier Fuß bis hin zu den Zehen. Gut, dann machen wir auch da hier. So, wir hier, wir haben unser Upper Leg. Collider brauchen wir nicht. Skirt brauchen wir auch nicht. Skirt wollen wir nicht. Lower Leg. Das ist Skirt, 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 Skirt. Brauchen wir alles nicht. Wo haben wir den Fuß hier? Foot, Foot, Base. So. Haben wir auch vier. Eins, zwei, drei, vier. Passt. Add Chain. Left Leg. Und dann haben wir das Right Leg. Machen wir das mit. Rechts. Haben wir Upper Leg. Dann war das recht weit unten mit dem Lower Leg. Und ganz unten Fuß und Zehen. Add Chain, Right Leg. Mal schauen. Diese ganzen Upper Arm Dinger haben wir nicht.
Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Den Kopf. Den brauchen wir noch. Das alles andere haben wir nicht. Wir können hier noch die Wut festlegen. Unseren Anfang. Dann haben wir hier die Root, Add Chain, Root, Add Chain und halt unseren Kopf. Den haben wir noch auch. Den hatten wir ganz am Anfang irgendwo. Den haben wir auf jeden Fall vor den Haaren. Neck, Add. Und Add Target, Add, Add Chain. So. Und wenn wir jetzt nichts falsch gemacht haben, sollte das funktionieren. Je nachdem, falls ihr hier einen Schreibfehler habt oder so, ihr könnt das immer nachträglich noch ändern. Ihr könnt auch hier Sachen noch anpassen, indem ihr draufklickt und was anderes auswählt. Das lässt sich alles noch anpassen. Und jetzt können wir, wenn alles gut funktioniert hat, auch das retargeten. Dann gehen wir hier. Retarget Mannequin, der ist schon da. Das blaue hier. Doppelklick drauf und dann haben wir das hier. Dann gehen wir hier hin und sagen, raus mit dir, dich wollen wir nicht. Wir brauchen unsere Janine. Die hat eine T-Pose. Ist nicht so schlimm. Wir können das nämlich hier einstellen, weil der hier, wie ihr seht, der hat ja eine A-Pose und das ist eine T-Pose. Die muss ja übereinstimmen. Er muss auch eine T-Pose haben. Dann gehen wir in Source und sagen, Default Pose, T-Pose. Und jetzt, tada! Wir haben auch kurz gesehen, sie hat auch die A-Pose angepasst. Solange die beiden die gleichen Pose haben, funktioniert das wunderbar. Jetzt bin ich halt wieder im Weg. Ich glaube, ich blende mich einfach mal komplett aus. Und jetzt können wir die Animation, alles was hier ist, können wir übernehmen. Können wir einmal mal anklicken. Funktioniert das gut? Oh, hier. Vielleicht irgendwas, was sinnvoller ist. Hier, Land. Jump, Idle, funktioniert alles wunderbar. Sagen wir, wir markieren alles. Einfach, wir gehen auf Nummer sicher und nehmen direkt einfach alles mit. Export, Selected Animations, alles selektiert. Wir exportieren den ganzen Käse und packen den zu ihr in den Ordner. Können einen neuen Folder machen. Sagen Animation. Da soll der rein. Wir können hier Namen ändern oder so. Das ist jetzt für mich erstmal vollkommen egal. Wir hauen das da rein. Und jetzt exportiert er uns alle Animationen, die das Mannequin hat. Wir haben ja alles markiert zu unserer Janine und dann kann die alles, was er auch kann. So gut wie. Es gibt halt hier und da ein paar Kleinigkeiten, die nicht ganz so gut funktionieren könnten, je nachdem, wie proportional euer Charakter ist. Das kann hier und da ein bisschen wonky aussehen und nicht so 100% funktionieren, aber für einen Anfang ist es ein guter Start. Man kann Kleinigkeiten dann im Nachhinein auch noch anpassen. Aber das ist heute nicht unser Thema. So, jetzt haben wir alle Animationen, die wir brauchen, auch für Sie. Jetzt kommen wir zu Animation Blueprint. Und da können wir auch größtenteils uns alles abschauen, was die Mannequins hier haben. Wir gehen auch hier wieder auf unsere Charaktere. Wir gehen hier auf den Manny. So, und der hat hier, wie man sieht, schon ein bisschen was angelegt. Dann kopieren wir uns das, alles markieren, Steuerung C. Und das machen wir jetzt genauso, wie es da ist, auch für Sie. Wir gehen auch wieder auf unseren Ordner für die Janine, sagen hier, Rechtsklick, Animation, Animation Blueprint. Und wir wollen die natürlich für Untitled Skeleton, weil das ist ja sie, ist halt unglücklich benannt. Create. Ich nenne das jetzt mal an dem BP. Janine. So. Machen wir die auch auf. Dann gehen wir hier in Event Graph. Den haben wir ja gerade schon von unserem Money kopiert. Steuerung V. So. Jetzt haben wir hier ein paar ausgegraute Sachen. Da müssen wir drauf drücken und sagen: Create Variable Character. Und hier. Create Variable, wir müssen die alle kreieren, die halt ausgegraut sind. Hier haben wir den Speed. Dann haben wir hier Is Falling. Schönen Move. Und sagen Compile, falls wir irgendwas vergessen haben. Ja, hier wird das hier uns rot angezeigt und wir können das auch nochmal setten. So, funktioniert. Keine roten Zeichen mehr.
Dann gehen wir in den Animation Graph und kopieren das, was Money hat. Zack, zack. Machen wir das hier mal ein bisschen kleiner. So. Schauen, was wir hier haben. Animation Graph. Jetzt können wir schauen. Wenn das funktioniert, können wir das einfach einmal Steuerung C, Steuerung V anstöpseln. Und wir müssen hier einfach nur, jetzt müssen wir einfach nur die Animationen austauschen. Wir haben jetzt hier MM Idle. Das ist wahrscheinlich Mannequin Male Idle. Ich habe hier eine MF Idle. Machen wir die da mal rein. Machen wir die da rein. Und da ist sie wieder. Zack. Und das machen wir jetzt mit allen, die hier sind. Hier haben wir eine Blend Base, die haben wir noch nicht eingerichtet. Die hatte ich kurz vergessen. Dann gehen wir auch hier bei den Animationen. Können hier mal doppelt draufklicken und können uns das hier auch abschreiben. Gehen hier hin bei unseren Animationen. Ich mache dich mal kurz hier runter. Sagen Rechtsklick, Animation, Blend Space. Für, was ist denn? Untitled da. So, das ist unser Blend Space. So. Dann machen wir auch hier das gleiche. Ich habe hier unsere Many. So ein weibliches Mannequin haben wir jetzt hier als Beispiel. Und dann schreiben wir das uns auch einfach ab. Erstmal hier aus der Tabelle. Schauen wir mal, was haben wir da? Die horizontale Achse, das ist Speed auf 500. Und dann sagen wir hier einfach die Vertikale auf 1, ist ja egal. So, und dann haben wir hier vorne, können wir einfach mal mit dem Hover drauf, Walk in Place. Und dann suchen wir uns das hier für unseren Charakter auch raus. Walk in Place. Das haben wir da bestimmt. Walk vorwärts, Walk in Place auf 0. Egal, wo der hier verteilt ist. Hauptsache, ich mache die einfach mal hier unten hin. Dann haben wir das nächste. Walk forward. Walk forward. Bei ungefähr hier. Könnt ihr hier ablesen. Und ganz hinten haben wir Run forward. Dann packen wir ganz nach hinten hin. So. Compile. Ja, speichern. Dann gehen wir jetzt hier in unsere Animation Blueprint. So, dann machen wir das hier weg. Dann machen wir unser New Blend Space hier rein. Sagen, hier ist Speed. Und das packen wir da rein. Gehen wir zurück. So, dann haben wir schon mal einen Teil fertig. So, dann gehen wir hier, also kleiner, gehen wir hier in den Main State. Der Locomotion sollte nichts drin sein. Yep. Dann gehen wir in Land. Land. Suchen wir das hier raus. I'll run Land. Irgendwas stimmt da nicht. Haben wir noch ein anderes Land? Ne, wir haben nur das. Hier ist was schief gelaufen, sieht man. Ich mache das trotzdem mal hier rein. Was haben wir denn hier für ein Problem? Okay. Okay. Aus irgendeinem Grund ist der Charakter ziemlich groß geworden. Mal sehen, ob wir das so fixen können. Wir gehen hier nochmal unseren Retargeten. Gucken hier in die Land rein. Da ist die Land. Hier funktioniert sie. Okay, wir versuchen es einfach mal einzeln zu exportieren. Export Animation. Animation, Export. Leider hat das nicht funktioniert, die Einzelanimation nochmal so raus zu exportieren. Es gibt den gleichen Fehler. Kann vorkommen, aber das ist nichts, was wir nicht beheben können. Wir gehen unter Animation, wir suchen unsere Land-Animation. Hier, machen wir die eine machen wir mal weg. Force Delete. Hier sieht man auch schon, die liegt auf der Seite. Das ist auch die einzige, die anscheinend kaputt gegangen ist. Ich weiß nicht, warum die Land-Animation so Probleme macht. Kann aber vorkommen. Wir gehen hin. Sagen, wir wollen die exportieren. Gehen wir Export.
und speichern die auch wieder irgendwo ab. Ich mache es einfach in den Downloads-Ordner. Speichern. Dann machen wir einfach FBX22. Lassen das so, wie es ist. Export. Und dann müssen wir die in Blender halt anpassen. Es kann immer mal sein, dass die ein oder andere Animation nicht funktioniert. Sagen auch File, Import, FBX. Suchen uns die wieder raus. In Blender scheint es auch zu funktionieren. Ich mache jetzt hier nochmal die Sequenz kürzer, dass nicht alles abspielt. Was sind wir hier ungefähr? Ja, das ist direkt bei dem Punkt. Markieren uns das hier alles. Sagen Steuerung A, Alt Transforms löschen. Tut das was? Ja. Okay, jetzt liegt es auf dem Boden, so wie es auch in Unreal ist. Dann drücken, machen wir hier mal das auseinander, markieren uns das alles und sagen, hier, die X, die stimmt ja nicht. Die muss 0 eigentlich sein. Das müssen wir jetzt aber bei jedem Punkt machen. Wir können auch hingehen und sagen, clear single keyframe. Und dann sollte das sein. Dann sagen wir hier, wir möchten hier auch 0 haben. Und dann ist es komplett so. Und das speichern wir jetzt mal raus. Und wir markieren unser Skelett. Export FBX. Und ich mache das hier mal bei MM1 Land. Export. So. Dann sage ich hier bei unserem Land. Ich probiere es erst nochmal mit dem Reimport. Sage ich Reimport mit New File. Und sage, ich möchte hier die neue Version rein. MM1 Land öffnen. Vielleicht fixt das das Problem schon. Okay, jetzt ist sie auf dem Kopf. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wie wäre es, wenn wir es einfach mal neu importieren? Wo haben wir es denn? Wo ist denn Land? Dann haben wir hier MM Land 1. Die habe ich ja jetzt hier unter MM Land. Das sollte er nicht wieder erkennen. So, speichern. Sicher ist sicher. Und sag, importiere bitte nochmal neu. Du gehörst da dazu. Das lassen wir so, wie es ist. Import. Hat das jetzt funktioniert? MM Land. Wo ist sie? Okay. Sie ist auf dem Kopf und klein. Gut. Wir nähern uns an. Ist sie klein, klein oder hat sie die richtige Größe? Nee, nicht ganz. Okay, skalieren wir auf 100. Reimport. Okay, sie ist schon mal größer. Das ist sie, glaube ich, zu groß. Aber jetzt funktioniert das Reimport. Vielleicht mal auf 50 und wir drehen sie einfach mal auf 180. Reimport. Und tada, sie steht schon mal richtig rum. Stimmt denn auch die Größe ungefähr? Nicht ganz. Vielleicht auf 10. Reimport. Das ist jetzt ein kleines Rausgefriemel, weil es nicht so funktioniert. Da ist irgendwo hat sich der Fehler eingeschmuggelt. So. Guck mal, jetzt hat es die Größe. Ja, so. Problem gefixt. Man muss immer ein bisschen um die Ecke denken bei Anwendung. Es gibt immer seltsame Probleme. Ist auch immer schön, wenn das in einem Tutorial passiert. So könnte man Animationen fixen. So, das funktioniert jetzt. MM1 Land funktioniert für uns. Dann muss das hier weg und wir müssen das MM1 Land hin. Und das stöpseln wir hier rein. So, nächster Punkt. To Land. Geht einfach wieder zurück. For Loop. Dann haben wir hier den For Loop. For Loop. Machen wir den hier rein, machen wir den hier rein, den weg. Dann to Falling. Hat nichts drin. Achso, es geht ja wieder zurück ins Falling.
Ja, und in Jump, da müssen wir noch den Jump rein. So. Gut. Compile. Dann sollten wir nichts vergessen haben und unsere Animation Blueprint läuft. Ist halt auch nicht so schlimm, dass sie jetzt hier schwebt. Das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Wir speichern das. Und jetzt können wir die gute. Ich mache sie mal hier weg, dass man es gleich nicht verwechselt. Auch als spielbaren Charakter nutzen. Dazu müssen wir die Third Person Blueprint nur noch finden. Die sollte hier unten drin sein, in Blueprints. Third Person Blueprint. Hier ist unsere ganze Charaktersteuerung, die ist uns vollkommen egal. Wir müssen in den Viewport. Hier haben wir unseren Manny, den klicken wir mal an. Wir wechseln das Skeletal Mesh aus und machen da unsere Charakter hin. Untitled. Nicht schlimm, wenn das jetzt hier anders aussieht. Wir packen jetzt erstmal hier in Animation Class auch unsere Blueprint rein und hoffen, dass sich das fixt. Tada, hat sich behoben. Compile. Der Charakter ist vorhanden. Wenn wir das jetzt alles speichern, sollte es problemlos funktionieren. Dann drücken wir Play. Und wir sind im Spiel. Yay! Wir können hier laufen, können springen. Landen funktioniert nicht so gut. Ja. Wir kriegen ja auch hier direkt einen Fehler angezeigt. Trying to non-additive animation. Aha, okay. Das kann passieren mit der Locomotion. Das ist nicht so schlimm. Wir gehen hier in die Blueprint rein. Ach, wir sind auch direkt schon im Springen. Wir haben die hier im Additive drin. Das funktioniert nicht gut mit der Locomotion, mit dem hier. Die vertragen sich nicht sonderlich gut. Wenn die diesen Fehler kriegt und er sagt, das Additive funktioniert nicht, lasst das so, wie es ist. Macht hier einfach eine Null. Dann ist das ausgeschaltet. Da müsst ihr jetzt im Code nichts ändern oder hier großartig hin und her friemeln. Macht das einfach auf Null. So. Und alles funktioniert so, wie es soll. Unser Charakter spielbar, unser Ziel für heute erledigt. Wir haben unseren VTube-Avatar spielbar gemacht. Falls ihr auf Fehler kommt, es kann immer mal wieder zu Fehlern kommen. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich hatte einen Fehler in der Animation. Es hat nicht so ganz funktioniert. Es gibt immer mal hier und da ein paar Kleinigkeiten, die nicht immer so 100% funktionieren. Das kann immer wieder vorkommen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde demnächst auch ein paar Tutorials machen, die mehr Interesse für VTuber haben, die in die Unreal Engine ein bisschen was machen wollen, was halt Tracking angeht und so weiter. Da wird demnächst ein bisschen was kommen. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls irgendwas ist, falls ihr andere Fehler habt, wie ich eben in der Animation, lasst mich das auch wissen, schreibt es in die Kommentare, lasst auch mal ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video.